Bonsoir, Mesdames und Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Wir haben heute den, was haben wir überhaupt? Donnerstag, den 30. April. In diesem kleinen Clip geht es um den DAX. Mein Name ist Christian Schlegel und ich musste heute mal auf Französisch begrüßen, denn ich habe Mails bekommen aus Frankreich. Ja, von Freunden von mir, ich habe da lange gewohnt, Freunden von mir, die sich auch dann extra die Mühe geben, auf Französisch, also nicht auf Französisch zu schreiben, sondern auf Deutsch zu schreiben, finde ich total süß. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das heute mal. Bonjour, mes amis. Vor uns liegt der DAX und ich habe lediglich eingezeichnet hier nochmal die Fibos. Wir haben, vor 2 Wochen habe ich geschrieben, auf Wochensicht sieht der, nee, vor 3 Wochen, auf Wochensicht sieht der DAX ziemlich lecker aus. Ja, da waren wir irgendwo so bei 10.300 oder so. Dann ging das Ding auch hoch. Aber das ist natürlich jetzt hier Tagessicht, eine Kerze, ein Tag. Was haben wir gemacht? Nicht nur das 38er Retracement von dieser langen, langen Strecke, sondern auch das 50er Retracement gesehen. Wir waren, ich mache es ein bisschen größer, wir waren außerhalb des Bandes und sind ganz heftig eingebrochen wieder, unterhalb des 50er Retracements. Gefallen darf mir das erstmal nicht. Wir haben diesen kleinen Hochpunkt, das war, glaube ich, der 10.3. oder was, der 9.? Das war der 10.3., den haben wir überboten bei 11.036. 11.036 war dieses 50er Retracement. Damit hatte ich eigentlich gerechnet. Ich habe nur nicht gedacht, dass das Ding gleich schon wieder so absäuft. Von heute Morgen, hier sehen wir es, ich glaube am frühen Morgen waren wir bei 11.262 und in der Sekunde handeln wir bei 10.785. Das ist mal wieder eine Abgabe, ja. Also, für meine französischen Freunde muss ich jetzt Folgendes sagen: Écoutez, mes amis, ce n'est qu'une bordel de merde ici, quelquefois avec la volatilité. Oui, mais c'est tout à fait normal. das übersetze ich jetzt nicht, das eine Wort haben Sie bestimmt gehört. Voilà, wir haben natürlich noch Potenzial bis hierhin, das ist das 61er, das können wir machen, sehe ich ja momentan nicht. Wir sind von den gleitenden Durchschnitten her nach wie vor positiv. 10 ist über 20. Das ist in Ordnung. Wir handeln jetzt zwischen dem 50er und dem 38er. Es ist im Prinzip nichts passiert. Nur heute, hier und jetzt. Der Schlusskurs auf dem Parkett war 10.861 und wir sind jetzt schon wieder 71 Punkte drunter. Ich muss heute, hier und jetzt nichts kaufen. Ich glaube, die Leute haben Angst vom Wochenende, ob da wieder irgendwelche lustigen Äußerungen von wem auch immer kommen oder neue Zahlen. Ja, es ist schlimm. Also ganz klar, diese Corona-Geschichte, das kann doch kein Mensch richtig lesen. Wenn ich einfach mal die Augen verschließe, gar nicht auf irgendeinen Chart gucke und mir vorstelle, wir haben in Amerika, was war jetzt die letzte Zahl? 30 Millionen Arbeitslose. Diese Leute gehen nicht zu McDonald's, die kaufen sich kein neues Auto, die drücken den Teebeutel zweimal aus und die teilen das vierlagige Toilettenpapier. Ich übertreibe, aber tatsächlich, das ist nichts, das ist keine Kaufkraft im Moment und ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Das ist mein Problem. Deswegen im Chat hatte ich gesagt, die Kurse, nein, wie habe ich es gesagt, die Stimmung ist zu schlecht für die zu guten Kurse. Und jetzt heute hat es mal gedreht. Hochinteressant. Gucken Sie da wirklich mal drauf, tun sich das an, ist dieses Ding hier von der Börse Stuttgart. Da sind wir gestern Abend aber geschlossen, da war der Freund hier. Das ist kein Extrembereich, aber er war deutlich im Minus. Das heißt, da waren viele Short. Heute Morgen habe ich es aufgemacht bei, ich glaube, IG Markets, die machen das auch, 71% der Teilnehmer Short. Ja. Heute Morgen dann bei 11.200 Schnickschnack waren wir irgendwo hier. Das heißt nicht umsonst Sentiment. Und es ist die Herde, die das spielt, und die Herde hat nie recht. Das ist immer so nebenbei. Ja, das finde ich ein schönes Tool. Hat mir viel Spaß gemacht in den letzten Tagen. Machen wir weiter. Das MACD ist leicht negativ, aber nicht wirklich so, dass ich die Hütte beleihen muss und Short gehen muss. Das ist nicht der Fall. Die Stochastik ist noch über der 80. Deswegen ist es kein griffiges Verkaufssignal, nicht nach meiner Regel. Von daher sind wir bereit zum Atmen. Wir haben eine fette Strecke hinter uns und die letzte ist von 10.250 hoch bis zur 11.250. Für mich ist ein Punkt ganz wichtig, das ist dieser hier. Das sehen Sie mal hier. Nochmal, wir sind hier im Tagesstand. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ja, dieser Bereich
um die 10.140, der ist für mich doch schon sehr wichtig, außer der 20-Tage-Linie, klar, aber das ist so eine Art horizontale Unterstützung, die sollte tunlichst während des Tages bzw. mit dem Schlusskurs nicht gebrochen werden. Aber ich kann mich irren. Ich glaube es aber nicht. Aber ich möchte den heute hier und jetzt nicht kaufen. Für die Leute, die sagen, Schlegel, erzähl keinen Mist, habe ich folgenden Schein mitgebracht. Ich habe eingenommen, der unterhalb der 20-Tage-Linie liegt und unterhalb des Horizontal-Unterstützungs, der hier 10.113. Müssen wir mal gucken, wie der am Montag steht. Wir haben ja ein langes Wochenende, der dürfte so um die 10.116 stehen. So ganz grob als Basis, weil die sich ja verändert. Unlimitiert von Goldman Sachs. Der Schein mit der Kennnummer GC18Q6. Gustav Cäsar 18, Qualle 6. Das ist der Call, der liegt hier drunter. Aber ehrlich, ich würde ihn erst anfassen, wenn hier ein neues Hoch entsteht. Allerdings auch nur mit diesem kleinen Potenzial hier bis zu 11.672. Was ist das dritte Fibonacci Retracement? Jetzt gucken wir mal nach einem Short. Ein Short würde ich hier hinterlegen, hinter die 11.672. Und dann komme ich zu dem hier. Das ist ein 12er Hebel im Moment, ebenfalls unlimitiert. 11.700. Das ist die CH0SG8. Cäsar Heinrich 0, Siegfried Gustav 8. 11.699 wird dann am Montag wahrscheinlich sein bei 11.697. Müsste ich mal nachrechnen. Auf jeden Fall mal nachschauen. Der liegt also hinter dem Retracement hier. Tja, wilde Zeiten, heiße Zeiten, wenn ich allein schon so Kurskapriolen sehe wie in Airbus während des Tages oder was war das dann noch, MTU, sauber, also MTU von 133 auf 119, die Airbus von 65 auf, wo sind sie jetzt momentan, sind sie bei 57, ich glaube, die waren auch schon bei 55, das ist sportlich, ja, da muss man wirklich höllisch aufpassen. Die Volatilität hält uns weiter in ihrem Bann. Ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute und bitte, bitte bleibt gesund. Et mes amis en France, bonne chance et bon courage. Au revoir.